Heute am Gedenktag des heiligen Blasius hören wir aus dem Markus-Evangelium über die Jünger eine Aussage: Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Man bringt ein Kind zum Bischof Blasius, das eine Fischgräte verschluckt hat. Die Fischgräte steckt im Hals. Blasius segnet dieses Kind, bedenkt es mit dem Heil Gottes, und die Gräte löst sich, das Kind bleibt und wird gesund. Eine wunderbare Aussage aus der Heiligen Schrift, die sich in Blasius verifiziert. Die Nachfolger der Apostel, die Apostel können heilen, sie können heilsam werden und sie können Gesundheit schenken. Aber bei Blasius geht es um unseren Hals. Wir empfangen den Blasius-Segen heute an diesem Tag. Wir sollen befreit bleiben, wir sollen gesund bleiben an Seele und Leib, aber auch vor allen Halsleiden eben bewahrt werden. Manchmal ist der Hals voll. Manchmal haben wir einen Hals, weil wir uns ärgern. Manchmal kriegen wir nicht mehr genug Luft. Vielleicht, bevor wir explodieren, bevor der Hals größer wird, ein kleines Gebet zum heiligen Blasius um Hilfe, dass er uns von diesem Groll und von diesem Halsleiden befreit. Seien Sie gesegnet für Ihr Leben mit Heil und mit Gesundheit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.